Gut, und ich würde aber auch sagen, dann könnte ich zum nächsten Thema kommen, was ich auch, ja, nicht jetzt so als Umfrage aufgebaut habe. Das ist jetzt ja mehr eine Diskussion. Ich wollte so was Kleines, Einleitendes machen, dass man hier nicht gleich überfordert wird und einem hochkomplexen Thema folgen soll oder aufmerksam sein soll. Ich dachte mir einfach, hey, warte mal, hier sehe ich doch noch was ausgewählt. Obwohl, ja, hier können wir die Erde eigentlich auch lassen, oder? Ja, das sieht natürlicher aus. So, können wir auch noch einen coolen Screenshot machen oder so einen Screenshot. Und ja, was ich erzählen wollte, ich wollte nicht direkt so ein kompliziertes Thema am Anfang anschneiden. Ich wollte mich erstmal mit was Simplem befassen und ja, erstmal eine kleine Diskussion aufbauen. Und deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal bei einem etwas simpleren Thema, beziehungsweise werde jetzt noch nicht in irgendetwas Kompliziertes einsteigen, sondern möchte erstmal über die kommenden Spiele reden. Das ist ja so eine Sache, wer das SR Let's Play verfolgt, der weiß, über Spiele reden, die bald rauskommen, das geht immer. Das ist immer gut. Wenn neue Spiele anstehen, dann kann man darüber immer wunderbar philosophieren, wunderbar reden. Da gibt es immer irgendwie etwas zu diskutieren. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir da doch auch gleich mal an, sobald ich hier unten geschlafen habe. Also, ne, schlafen geht ja immer noch nicht. Wunderbar, times at zero und dann geht's ab. Gut, und ich werde, glaube ich, auch, soweit wie ich das sehe, habe ich hier nämlich keinen Schnee. Ich werde jetzt nämlich auch in die normale Welt gehen, werde mir ein bisschen Schnee zusammensammeln. Denn durch den Schnee könnte ich mir dann, ja, so ein paar Schneeblöcke zusammenbauen. Beziehungsweise auch ein paar Schneebälle, die ich dann irgendwelche Truhen tun könnte. Und somit dann vielleicht auch, ja, dass die Gegend hier ein bisschen weihnachtlicher machen kann. Oder auch einen Weihnachtsbaum gestalten kann. Das würde wunderbar gehen. Und deswegen gehe ich jetzt in die normale Welt, hol mir ein wenig Schnee. Genau, hier haben wir es ja, hier haben wir es ja auch verschönert. Genau so war das ja. Hier können wir dann nochmal noch ein paar Bäume pflanzen. Ja, und genau, ich gehe dann in die normale Welt, hol mir gleich ein bisschen Schnee und rede über kommende Spielehits. So, was meine ich mit kommende Spielehits? In nächster Zeit werden viele Käufe für mich anstehen, beziehungsweise, ja, viele, was heißt Käufe? Darüber möchte ich nämlich auch noch reden, mit der Kooperation mit Nintendo. Werde ich aber gleich erst tun. Ich möchte erst ja über die Spielehits reden. So, und zwar stehen jetzt bald Mario Party Island Tour, Donkey Kong Tropical Freeze und Mario Kart 8 an. Am 17. Januar wird Mario Party Island Tour bei uns in Europa erscheinen. Am 21. Februar wird Donkey Kong Tropical Freeze in Amerika erscheinen. Das ist so die Sache. Wann das in Europa erscheint, weiß man noch nicht. Aber ich denke mal, der Termin wird ungefähr gleich sein. Und Mario Kart 8 wird im Frühling erscheinen. Wann genau, weiß noch keiner. Oder ja, ob es jetzt März ist oder April, ist ja auch letzten Endes wurscht. Aber so um die Zeit rum wird es erscheinen. Das heißt, es wird auch bald, ja, bald rauskommen. Ich würde auch vielleicht noch Super Smash Bros. Mit einbeziehen, obwohl sich das ja eher gegen Ende des Jahres ansiedeln würde. Aber dennoch freue ich mich sehr auf die kommenden Spielehits. Ich überlege auch gerade, ja, ich habe sehr wenig Platz im Inventar, wie ich das mit den Schneebällen machen soll. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz zurück. Der Weg ist ja nicht weit. Lager kurz ein paar Sachen ab. Gehe nochmal hier hin. So habe ich auch ein wenig Zeit, um über das Thema zu reden. Gut. Und zwar freue ich mich auf all diese drei genannten Spiele. Super Smash Bros. Natürlich auch. Das neue, ich weiß nicht, wie es heißen wird. Super Smash Bros. 4, Super Smash Bros. Was weiß ich. Steht ja auch noch kein Titel fest. Aber wie gesagt, ich freue mich auf alle vier Spiele, die ich jetzt gerade genannt habe. Wirklich sehr, sehr gespannt bin ich auf die. Und ich freue mich schon tierisch, ja, jetzt in den nächsten Tagen, oder in, was ist in den nächsten Tagen, eher in den nächsten Wochen, jetzt auch im neuen Jahr dann bald, da dann, ja, neue Spiele zu haben, die ich spielen kann. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so viel Zeit habe und jetzt alle Spiele durchspiele immer, oder so viel Zeit habe, jetzt etliche Spiele zu spielen. Aber es freut mich immer, wenn frischer Wind ist oder wenn hier neue Spieleserien kommen oder zumindest jetzt zum Beispiel mal ein neuer Mario Party Teil kommt. Und ja, bei den Spielehits rede ich ja auch immer über die Erwartungen, die ich an die Spiele habe. Sonst wäre es ja ein wenig schwachsinnig, wenn ich überhaupt irgendwie was anschneiden würde. So, jetzt überlege ich auch gerade, wo ich die ganzen Sachen hier reinpacke. Hier rein. Glowstone kommt in das Brauhaus. Holz kann ich hier drüben hin. So, und ach, das Holz behalten wir einfach mal. Schilder auch hier rein. Und wunderbar. Gut, ja, was ich von den Spielen erwarte, ist die Sache. Mario Party Island Tour, da freue ich mich schon richtig drauf. Und zwar ist es so, dass man beim neuen Mario Party, bei Mario Party Island Tour für den Nintendo 3DS, nicht mehr irgendwie was mit Sternen hat oder mit Münzen oder mit irgendwelchen Z-Stars aus Mario Party 9, sondern man hat ein individuelles Spielprinzip pro Spielbrett.
Und das finde ich eine wirklich sehr coole Sache. Ich meine, ich finde es zwar schade, ich war immer so ein Anhänger von den Sternen und den Münzen, so wie in Mario Party 4 oder Mario Party 5 oder so wie in eigentlich allen Mario Partys. Nur Mario Party 4 und 5 sind nun mal meine Lieblinge aus der Spielereihe. Aber ja, was ich jetzt wählen wollte, ich war zwar immer ein Anhänger der Sterne, aber dennoch finde ich das neue Spielprinzip gar nicht so schlecht. Man hat nämlich bei Mario Party Island Tour 7 Spielbretter zur Auswahl und die haben alle individuelle Regeln und auch individuelle, ja, Spielzeiten. Also es wird bei jedem Brett nämlich angegeben, wie lange das ungefähr braucht zum Durchspielen. Also meinetwegen 10 bis 20 Minuten, 30 bis 40, 20 bis 30, wie dem auch sei, sind halt alles individuelle Zeitangaben gemacht. Und jedes Brett hat, wie gesagt, seine eigenen Regeln. Bei dem einen Brett, da geht es zum Beispiel darum, dass man möglichst viele Minispiele gewinnt, um dann schlussendlich eine höhere Würfelanzahl zu bekommen, beziehungsweise dann höher würfeln zu können, um dann auch schneller ans Ziel zu gelangen. Bei dem anderen Brett geht es dann eher darum, Glück zu haben und clever zu würfeln, um dann dementsprechend mit Voranrücken belohnt zu werden. Bei dem anderen, da ist es fast nur Zufall, weil überall Ereignisfelder sind. Und bei dem wieder anderen muss man als Letzter ins Ziel kommen, um dann das Spiel zu gewinnen. Also es gibt ja wirklich sehr viele verschiedene Sachen, die man da bei Mario Party Island Tour machen kann. Und auch die Minispiele scheinen relativ nett zu sein, so was ich bisher gesehen habe. Das spricht einen doch schon relativ an. Und da freue ich mich auf jeden Fall, das Spiel endlich mal spielen zu können. Und mal zu sehen, ja, wie sich Mario Party Island Tour dann in echt spielt oder dann, ja, wirklich persönlich spielt. Und ob ich von meinen Erwartungen oder von meinem Eindruck, den ich mir jetzt hier, ja, gemacht habe schon, ob ich dann nicht enttäuscht werde und ob das dann auch dementsprechend, ja, so gut wird, wie ich es, wie gesagt, erwartet habe. Gut, das wäre zu Mario Party Island Tour. Dann würden wir auch schon zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, oder das heißt zum nächsten Punkt, besser gesagt zum nächsten Spiel. Und zwar zu Donkey Kong Tropical Freeze. Donkey Kong Tropical Freeze habe ich ja schon auf der Gamescom 2013 angespielt und habe einen wirklich positiven Eindruck vom Spiel gewonnen. Ich bin ja sowieso ein Anhänger der Donkey Kong Spiele, ich mag den Donkey richtig gerne. Ich habe zwar bis heute nicht verstanden, warum Donkey Kong, also übersetzt ja Eselkönig wortwörtlich, warum Donkey Kong oder Donkey halt mit Vornamen Esel heißt, obwohl er ein Affe ist. Frag mich nicht, vielleicht steckt da noch mehr hinter. Aber ja, ich finde es einfach erstmal so auf den ersten Blick nicht so durchschaubar, wieso Donkey jetzt Esel heißt, beziehungsweise, ja, warum man ihn nicht dann Monkey Kong genannt hat oder Monkey Kong, wie auch immer. Aber das sei mal dahingestellt. Ich finde die Donkey Kong Spielereihe richtig cool. Vor allem die Donkey Kong 64, das mal eine andere Richtung eingeschlagen hat als Collect-a-Thon-Plattformer. Fand ich eine nette Abwechslung. Aber auch die Donkey Kong Country Returns Spiele fand ich jetzt gut. Oder was ist Donkey Kong Country? Einfach im Allgemeinen die Donkey Kong Country Spiele. Muss ja nicht nur Donkey Kong Country Returns sein. Allgemein Donkey Kong Country Spiele finde ich richtig cool. Und ich muss sagen, ich besitze sogar Donkey Kong Country Returns für den 3DS und für die Wii. Also das zeigt, glaube ich, schon, wie sehr ich die Spielereihe mag. Und ja, da freue ich mich natürlich sehr auf Tropical Freeze. Vor allen Dingen nicht nur, weil man richtig coole Wii U HD Grafiken hat, neu gestaltete Level, gut versteckte Puzzleteile und Kong Buchstaben oder K-O-N-G, wie auch immer, sondern weil man nicht nur wieder Dixie Kong spielen kann, endlich mal wieder. Nein, sondern auch Cranky Kong. Nachdem ziemlich viele Nintendo-Fans enttäuscht waren, weil ja der amerikanische Nintendo-Präsident oder President of Nintendo of America, der liebe Reggie, weil der ja gesagt hat, dass die bei den VGX Videospiel Awards oder den Spike Video Game Awards eine Weltpremiere präsentieren. Und nachdem viele Fans enttäuscht waren, dass nur, in Anführungszeichen, Cranky Kong in Tropical Freeze, in Donkey Kong Tropical Freeze, also im neuen Teil, spielbar ist. Nachdem da sehr viele enttäuscht waren, weil sie irgendwie erhofft haben, dass ein neues Zelda für die Wii U angekündigt wird oder dass es dazu neue Details gibt oder eine neue Spielereihe präsentiert wurde oder irgendetwas anderes Cooles kommt. Nachdem da viele enttäuscht waren, dass in Anführungszeichen nur Cranky Kong vorgestellt wurde, muss ich in meinen Augen sagen, fand ich das eine richtig coole Sache. Cranky Kong hat jetzt nach so vielen Jahren immer wieder gesagt, hey Donkey, du bist viel zu schlecht, ich könnte die alle locker fertig machen, ich bin hier der King oder der Kong, wie auch immer, ich bin hier der Beste. Und nachdem doch, ja, nachdem er so groß geprotzt wurde, nachdem Cranky Kong so angegeben hat, dass er auch noch in seinen so alten Jahren dermaßen fit wäre, ist das doch eine richtig coole Sache, dass man jetzt auch mal Cranky Kong spielen kann, der auch ähnliche Spielmechaniken wie Dagobert Duck aus DuckTales bzw. auch DuckTales Remastered hat. Da muss ich wirklich sagen, richtig cool, dass der da auf seinem Pogo-Stick hin und her hüpfen kann,
richtig nett gemacht und eine lustige Spielmechanik, dass er auf jeden Fall dabei ist. Und auch diese Team-Attacks oder diese, ja, Partner-Moves finde ich eine nette Sache. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sich das Spiel entwickeln wird. Gut, ich werde mir jetzt hier noch ein paar Setzlinge mitnehmen, werde verschiedene Setzlinge pflanzen, werde dann die Gegend mit Schnee befüllen, sodass ich da ein wenig, ja, weihnachtliche Stimmung verbreiten kann. Und dann dort auch dementsprechend vielleicht ein paar Geschenke platzieren kann, mit ein wenig Fantasie zumindest. Also, auf dort hinten hin. Und wir können auch mal im Creative-Modus nachschauen, das werde ich jetzt mal ganz schnell machen, Game Mode Creative. Denn ich meine, im Ezzer gibt es doch auch Weihnachts-Items, oder nicht? Ich meine schon hier. Candy Cane, Zuckerstangen, Gingerbread Man, hier gibt's Weihnachts-Items, ganz genau. Wo gibt's denn noch hier? Hier, es gibt sogar Geschenke, Leute. Da können wir wirklich Geschenke platzieren. Wie cool ist das denn? Na, da kann man doch richtig weihnachtliche Stimmung aufbauen. Wenn das mal nichts ist. Naja gut, bevor ich jetzt gleich zu Mario Kart 8 komme, muss ich mal überlegen, wo baue ich denn den Weihnachtsbaum hin? Hier hätten wir Platz, aber da ist so eine Absenkung nach unten. Hier hätten wir auch Platz. Das wäre auch sehr zentral, aber da ist auch diese Absenkung nach unten. Ich würde das gerne irgendwo zentral bauen. Irgendwo da hinten würde ich das machen, oder? Ich glaube, das wäre die beste Variante, wenn ich es irgendwo da hinten mache. Ich glaube schon. Also würde ich sagen... Doch, irgendwo hier hinten. Das dürfte gut sein. Dann fällen wir einfach... Oder was heißt, fällen wir die Bäume hier? Nee, wisst ihr, wie wir das machen? Wir pflanzen hier einfach ein paar neue und setzen dann hier auch Geschenke hin. Gut, und ich würde aber auch sagen, dann könnte ich zum nächsten Thema kommen, was ich auch, ja, nicht jetzt so als Umfrage aufgebaut habe. Das ist jetzt ja meine Diskussion. Ich wollte so was Kleines, Einleitendes machen, dass man hier nicht gleich überfordert wird und einem hochkomplexen Thema folgen soll oder aufmerksam sein soll. Ich dachte mir einfach, hey, ah, warte mal, hier sehe ich doch noch was ausgewählt. Obwohl, ja, hier können wir die Erde eigentlich auch lassen, oder? Ja, das sieht natürlicher aus. So, können wir auch noch einen coolen Screenshot machen oder so einen Screenshot. Und ja, was ich erzählen wollte, ich wollte nicht direkt so ein kompliziertes Thema am Anfang anschneiden. Ich wollte mich erstmal mit was Simplem befassen und ja, erstmal eine kleine Diskussion aufbauen. Und deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal bei einem etwas simpleren Thema, beziehungsweise werde jetzt noch nicht in irgendetwas Kompliziertes einsteigen, sondern möchte erstmal über die kommenden Spiele reden. Das ist ja so eine Sache, wer das Ezzer Let's Play verfolgt, der weiß, über Spiele reden, die bald rauskommen, das geht immer. Das ist immer gut. Wenn neue Spiele anstehen, dann kann man darüber immer wunderbar philosophieren, wunderbar reden. Da gibt es immer irgendwie etwas zu diskutieren. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir da doch auch gleich mal an, sobald ich hier unten geschlafen habe. Also, ne, schlafen geht ja immer noch nicht. Wunderbar, time set zero und dann geht's ab. Gut, und ich werde, glaube ich, auch, soweit wie ich das sehe, habe ich hier nämlich keinen Schnee. Ich werde jetzt nämlich auch in die normale Welt gehen, werde mir ein bisschen Schnee zusammensammeln. Denn durch den Schnee könnte ich mir dann, ja, so ein paar Schneeblöcke zusammenbauen. Beziehungsweise auch ein paar Schneebälle, die ich dann irgendwelche Truhen tun könnte. Und somit dann vielleicht auch, ja, dass die Gegend hier ein bisschen weihnachtlicher machen kann. Oder auch einen Weihnachtsbaum gestalten kann. Das würde wunderbar gehen. Und deswegen gehe ich jetzt in die normale Welt, hol mir ein wenig Schnee. Genau, hier haben wir es ja, ah, hier haben wir es ja auch verschönert. Genau so war das ja. Hier können wir dann nochmal noch ein paar...